Okay, dann noch mal rein. Ich warte, wenn ihr es wollt. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ich warte auf schon erledigt. Die Waffe ist völlig schutzlos. Okay, okay. Verstanden. Okay, wir haben ihn tot gekriegt. Natürlich. Das sieht doch mal beides recht interessant aus. Wüter, der Träger kann zweimal täglich Mantel der Furcht wirken. Oh. Amulett des Meisterhafners. Träger erhält besonders sich auf Fallfinden und Schlösser öffnen. Träger ist immun gegen Stille. Kann nur von Waden und Dieben verwendet werden. Ein zubildlicher Zauber des zweiten Grades. Dann nimm mal lieber das Immun. Das da und das da und das da packen wir mal in die Ausrüstungstasche dann. Gehen wir den Einstellungen wieder mal runter. Also im Schwierigkeitsgrad. Los, spuck es aus. Lassen wir mal kurz das hier entschärfen. Kriegen jetzt einen Stufenaufstieg. Zwei Trefferpunkte, ein Sagenkunde, sonst gibt's nichts. Nehmen wir Massenwiedererweckung, so. Einverstanden. Es ist wahrscheinlich hier drin, ja. Ein W, drei W10 Trefferpunkte, die Stufe des Zaubern. Zauber kann verwendet werden, um Zwerge, Gnome, Halbelfen, Halblinge, Elfen, Halbox oder Menschen wiederzubeleben. Also alles, was wir so in unserer Gruppe haben. So, heilen wir Talisa mal hoch. Ich bin bereit. So. Auf geht's. Geht klar. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ist was los? Okay, okay. Beutel, ein schlagendes Herz. Wessen Herz habe ich da jetzt? In der kleinen mit Rubin besetzten Kiste findet ihr ein menschliches Herz. Erstaunlicherweise ist es feucht und schlägt. Wie dieses Organ die Kiste am Leben erhalten würde, ist rätselhaft. Yagashuras Tagebuch. Oh ja, das lesen wir gleich, nachdem wir das Ding... Immer voller Beutel plus 1. Okay, nicht schlecht. Daraus kann ich, glaube ich, einen machen, der plus 2er Steine macht. Das muss ich bei Kespena mal gucken.
Einige Symbole Thunder. Nur die treuesten und würdigsten Diener des Morgenfürsten erhalten dieses mächtige heilige Symbol. Spezifische Eigenschaften. Besondere Fähigkeit. Der Träger kann sich einen zusätzlichen Zauber des 6. und 7. Grades einträgen. Der Träger erhält plus Magieresistenz, plus 1 auf Stärke. Die Gruppe hat einen Gegenstand eingebüßt. Die Gruppe hat einen Gegenstand gewonnen. Okay. Ach, das ist ein Ring. Rambok-Ring, Feuerschutzring. Wer hätte noch einen Ringslot frei? Niemand. Ring der Heiligkeit. Ist okay. Ring der Erdbeherrschung. Der Krieg kann einmal täglich Stein zu Fleisch verwandeln. Der Krieg einmal täglich ein Erdelementar. Dann kriegst du den Rambok-Ring. Das ist Zauberwendering. Einmal täglich geringer Zauberring der Feuerbeherrschung. Beeinflussungsring. Charisma des Trägers kann man täglich Personen bezaubern. Dann kriegst du den Rambok-Ring. Und der Ring geht dahin. Jagershoas Tagebuch. Das Tagebuch ist so groß. Okay, es ist viel Text. Dass man Schwierigkeiten hat, es zu transportieren. In den Händen des Riesens ist es jedoch kaum mehr als ein kleines Tagebuch. Die Einträge sind in Sprachen der Riesen gehalten und zwar in einer unsteten, wirren Handschrift. Man kann sie aber zumindest zum Großteil entziffern. Einige Einträge sind recht interessant. Ich habe endlich die kleine menschliche Balbrute in der Kalim-Wüste gefunden, die ich schon seit 2 Wochen suche. Es war beinahe schade, sein Herz zu fressen, aber Regeln sind eben Regeln. Die Todesalben, die man mir geborgt hat, haben sich als nützlich erwiesen. Ich habe jetzt das Herz der alten Hexe in meinem Besitz. Sie ist nun Yagashoa gegenüber hilflos. Diese dümme, größenwahnsinnige Frau. Möge sie doch in diesem verdammten Sumpf verrotten. Der Großteil der Barbot hat sich ganz wie geplant in Saradush versammelt, genau dort, wo wir sie haben wollen. Sobald wir die Stadtmauer überwunden haben, wird es nur noch ein paar versprengte Flüchtlinge geben, die wir stellen müssen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ilasera wurde auserwählt, die mächtige Balbrut zu stellen, die uns bisher entgangen ist. Wie hieß sie noch gleich? Talisa? Pa. Man hätte Yagashoa für diese Aufgabe auswählen sollen, der Narr hätte keine Chance gehabt. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um sich irgendwelche Befehle zu widersetzen. Yagashoa kann warten und wird zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen. Der Rest des Tagesbuchs ist mit Einträgen über das Sammeln von Yagashuras Armee und verschiedenen taktischen Erwägungen gefüllt. Die Einträge sind zwar interessant, aber für eure Situation nicht von Bedeutung. Also Yagashura ist nur einer von vielen, wie wir ja im Outro von Shadows of Am erleben durften. Zeit aufzubrechen? Kein Problem. Ja. Ich warte. Wegsafen. Ja, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass auf der Seite nochmal was lauert. Ich werde kurzen Prozess mit dir machen. Sklavin, ihr da, befreit mich von diesen Ketten. Wer seid ihr? Was spielt denn da mein Name für eine Rolle? Ich benötige dringend Hilfe. Befreit mich sofort von meinen Ketten. Und was habe ich davon, wenn ich euch befreie? Entschuldigt meine Gute, ich werde euch sofort befreien. Ah, endlich frei. Ich stehe in eurer Schuld. Nun, ich will niemandem zu Dank verpflichtet sein. Obwohl es mich quält, werde ich euch erzählen, was ich über Yagashura weiß. Stellt eure Fragen und ich werde so gut wie möglich antworten. Beeilt euch aber, ich möchte von ihnen kommen, bevor der Meister des Ordens zurückkehrt. Ja, ich verlange von euch, dass ihr mir erklärt, wie ihr seid und was ihr hier macht. Warum Penicillin sollte ich euch eigentlich die Zunge rausschneiden? Dabei habe ich keine Waffe und außerdem habt ihr mir das Leben gerettet. Ich heiße
in Lastra und bin eine Kriegerin aus den nördlichen Ländern. Ich habe Legenden von Yagashua gehört. Er ist ein Kind Baals, der Sohn eines einer Riesin. Ich kam hierher, um mich zu gewissen, ob die Legenden wahr sind. Und ich dachte, ihr wärt entführt worden. Ihr seid also hierher gekommen, um Yagashura zu töten. Ihr wollt mir also sagen, dass ich schlicht und einfach neugierig... Ihr wart schlicht und einfach neugierig, dann muss es doch noch mehr gegeben haben. Einfältiger Narr, ich kam hierher, um mich Yagashura anzuschließen. Ich wollte meinen Schwertern zum Dienst anbieten. Ich wollte einem mächtigen Riesen und seiner Armee folgen und die südlichen Lande in Schutt und Asche legen. Ich wollte zu einem Teil der unaufhaltsamen Kriegsmaschinerie werden, mich am Gemetzel ergötzen. Von meiner Klinge sollte das Blut jener tropfen, die Yagashura mit seinen mächtigen Stiefeln zertreten wurde. Und stattdessen wurde dir eine Lustsklavin, wie ironisch. Es scheint so, als ob euch das Schicksal für eine sinnlose Blutgier angemessen bestraft hat, Elastra. Ihr habt Glück, dass ich euch nicht getötet habe. Nehmen wir die zwei. Die Feuerriesen in diesem Tempel sind kurzsichtige Narren. Sie haben meine Fähigkeiten als Kriegerin wohl erkannt, aber für sie war ich nur eine potenzielle Konkubine für Yagashura. Eine Chance, Balsam noch weiter zu verbreiten. Aber sie sind tot und ich habe überlebt. Es tut mir leid, dass ich Yagashuras Anhänger nicht mit eigenen Händen töten konnte. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Stellt eure Fragen. Ja. Was wisst ihr über Yagashura? Ich habe die Legende gehört. Yagashura kann nicht besiegt werden. Er ist gegen jede Waffe und alle Magie im Mond. Er ist unbedarwind war. Vielleicht ist das ja die Wahrheit. Ihr klingt so, als ob ihr das nicht glauben würdet. Yagashura ist nicht so närrisch, dass er mir seine Geheimnisse verrät, aber ich bin schon zahlreiche Monate hier und in der Zeit habe ich dies und das gehört. Ein Name aus Yagashuras Vergangenheit ist öfter gefallen. Nyale. Nyale. Es handelt sich um eine alte Hexe, die in den Marschen des Mirwalds lebt. Vielleicht kennt sie Yagashuras Geheimnisse. Außerdem weiß ich, dass Yagashura eine goldene Truhe unter seinem Bett versteckt hätte, die ihm offenbar extrem wichtig ist. Mehr konnte ich während meiner Gefangenschaft leider nicht in Erfahrung bringen. Ich danke euch. Betrachtet eure Schuld als getilgt. Ich habe noch ein paar mehr Fragen. Ja. Wisst ihr, wie man Yagashuras Unverwundbarkeit überwinden kann? Yagashura ist nicht so närrisch, dass er mir seine Geheimnisse verrät. Aber ich bin schon seit schallosen Monaten hier und habe seit dies und das gehört. Ja, das kennen wir alles. Ich habe noch ein paar Fragen. Nehmen wir mal die 4. Ihr seht mir jemand aus, der mit einer Klinge gut umgehen kann. Wollt ihr euch nicht mehr meiner Gruppe anschließen? Euer Instinkt trügt euch. Ich bin eine Veteranin zahlreicher Schlachten. Ich habe jedoch kein Bedürfnis, diesen Land zu bleiben. Sobald ich eure Fragen beantwortet habe, kehre ich in meine Heimat in den Norden zurück. Ja. Danke, ich betrachte eure Schuld als getilgt. Dann werde ich in den Norden zurückkehren. Der Schwefelgestank in diesen Ländern hier schlägt mir auf den Magen. Sollen sich jedoch Gerüchte über meine beschämende Gefangenschaft befreien, weiß ich, wie ich zur Strecke bringen muss, um mich zu rächen. Ja, keine große Herausforderung. War das was Neues im Tagebuch? Ja. Ich bin auf eine Frau getroffen, die Yagashura in seinen Quartieren als Sklavin gehalten hat. Sie hat mir einige wichtige Informationen gegeben. Offenbar ist dem Riesen eine goldene Kiste, die er in seinem Steinbett verborgen hat, äußerst wichtig. Außerdem hat sie mir von einer Hexe namens Nyale geredet, die über Yagashuras Geheimnisse Bescheid wissen dürfte. Diese Nyale kann man im Mirwald finden. Ja, da war ich schon. Ah, ich muss wieder da raus, wo ich reingekommen bin. Das heißt, ich muss nur noch Yagashuras Herz nehmen und dann habe ich beide Herzen. So, die Tür habe ich auch offen. Ich brauche Heilung. Das wiederum war nicht so toll. Keine große Herausforderung. Wisst ihr, ich war, was immer ihr wünscht. Ich werde kurzen Prozess mit dir machen. Selbstverständlich. Ah, endlich frei. Wisst ihr, was wisst ihr über Yagashura? Bla bla bla. Eure Schuld ist getilgt. Gespräch beenden. Gut. Ja, verstanden.
Ja, wenn ihr es Au. Okay, okay. Fort natürlich. Immerhin, du solltest besser nach Fallen suchen, bitte. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. So, dann probiere ich noch, was passiert, wenn ich sein Herz nehme. Ja, tot. Falle zugeschnappt. Immun steht direkt daneben. Gut, bevor ich mir das Herz also nehme. Keine große Herausforderung. Wisst ihr, ich war nun gut. Gibt's erstmal ein Save. Spiel speichern. Das ist jetzt LP007. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.